Drittes Buch. Drittes Kriegsjahr, 56 vor Christus. Die Unterwerfung einiger Alpenstämme, der Seestaaten, der Veneller und Aquitaner. Kampf gegen die Moriner und Manapier. Erstens eckige Klammer zu, als ich nach Italien unterwegs war, schickte ich Servius Galba mit der 12. Legion und einem Teil der Reiterei ins Gebiet der Nantuaten, Viragra und Sedunia, des von dem der Allobroger, vom Genfersee und der Rhone bis zu den Alpengipfeln sich erstreckte. Der Grund hierfür war, dass ich wünschte, dass die Alpenstraße, welche die Kaufleute nur unter großer Gefahr und Abgabe hoher Zölle benutzen konnten, frei zugänglich wurde. Ich überließ es seinem Ermessen, falls er es für notwendig halte, die Legion in dieser Gegend zur Überwinterung ins Quartier zu legen. Galba lieferte einige glückliche Gefechte, eroberte mehrere feste Plätze und beschloss, als zu ihm von allen Seiten Gesandte geschickt, Geiseln gestellt waren und Frieden geschlossen war, zwei Kohorten bei den Nantuaten ins Quartier zu legen und selbst mit den restlichen Kohorten der Legion in einem Ort der Viragra mit Namen Octodurus zu überwintern. Dieser liegt in einem Tal und wird in einer kleinen Ebene rings von sehr hohen Bergen eingeschlossen. Da er durch einen Fluss in zwei Hälften geteilt wurde, überließ er die eine den Gallien. Die zweite von diesen geräumte wies er den Kohorten als Quartier an. Diese Hälfte ließ er mit Wall und Graben befestigen. Zweitens eckige Klammer zu, als mehrere Tage des Aufenthalts im Winterquartier vorüber waren und Galba dorthin Getreide schaffen ließ, erhielt er plötzlich durch Aufklärer Meldung, dass alle die den Gallien überlassene Hälfte des Ortes bei Nacht verlassen hätten und die steilen Bergabhänge von einer sehr großen Menge Sedunia und Viragra gehalten würden. Aus verschiedenen Gründen war es dazu gekommen, dass sie plötzlich den Entschluss fassten, erneut zu den Waffen zu greifen und die Legion zu überfallen, erstens, weil sie diese, die dazu nicht einmal nach Wegnahme zweier Kohorten und infolge Fehlens einzelner zum Proviant holen ausgeschickter Leute vollzählig war, wegen ihrer zahlenmäßigen Schwäche gering einschätzten. Zweitens, weil sie glaubten, dass man wegen der Schwierigkeit des Geländes, sie selbst konnten von den Bergen herabstürmen und ihre Geschosse schleudern, nicht einmal ihrem ersten Angriff werde standhalten können. Dazu kam noch, dass sie schwer darunter litten, dass ihnen ihre Kinder als Geiseln entrissen worden waren und sie überzeugt waren, wir versuchten nicht nur der Straßen wegen, sondern um des dauernden Besitzes willen die Alpengipfel zu besetzen und diese Gegenden der Nachbarprovinz einzuverleiben. Drittens eckige Klammer zu, auf diese Meldungen hin berief Galba rasch einen Kriegsrat und begann damit, die Ansichten zu erfragen. Die Anlage des Winterlagers und seine Befestigungen waren nämlich noch nicht fertig, noch war ausreichend für Getreide und die übrige Zufuhr gesorgt worden. Glaubte er doch, nach erfolgter Unterwerfung und Erhalt der Geiseln nicht im geringsten einen Kriegsausbruch befürchten zu müssen. Da eine so riesige Gefahr wieder erwarten drohte, man fast alle Höhen voll von Bewaffneten sah und weder Hilfe erwarten, noch die zuvor auf den gesperrten Straßen die nachschaffen konnte, als demnach die Lage bereits ganz verzweifelt war, wurden im Kriegsrat einige Stimmen derart laut, man solle alles Gepäck im Stich lassen, einen Ausfall machen und auf demselben Wege, auf dem man hergekommen war, zur eigenen Rettung durchbrechen. Die Mehrheit war indessen dafür, diese Maßnahme für den äußersten Fall zurückzustellen, indessen den Ausgang der Dinge abzuwarten und das Lager zu verteidigen. Viertens eckige Klammer zu, in der kurzen Zwischenzeit, so kurz, dass es kaum Gelegenheit gab, die beschlossenen Maßnahmen anzuordnen und auszuführen, stürmten die Feinde von allen Seiten auf ein gegebenes Zeichen herab und schleuderten Steine und Gehre gegen den Wall. Die Römer verteidigten sich anfangs, solange ihre Kräfte noch frisch waren, verschossen kein Geschoss vom Walle, ohne zu treffen, liefen, so oft irgendein Teil des Lagers, von Verteidigern entblößt, in Bedrängnis erschien, dorthin und brachten Hilfe. Sie unterlagen jedoch dadurch, dass, so oft bei der langen Dauer der Schlacht die vom Kampfe ermüdeten Feinde das Schlachtfeld verließen, neue mit frischen Kräften an ihre Stelle traten. Bei unserer Truppe jedoch konnte nichts dergleichen wegen ihrer geringen Zahl geschehen,
und nicht nur den Kampfesmüden war keine Gelegenheit gegeben, das Schlachtfeld zu verlassen, sondern nicht einmal dem Verwundeten, den Platz, auf dem er stand, aufzugeben und sich zurückzuziehen. Fünftens, eckige Klammer zu, man kämpfte schon mehr als 6 Stunden ununterbrochen. Uns gingen nicht nur die Kräfte, sondern auch die Geschosse aus. Die Feinde aber stürmten heftiger vor und begannen, da wir bereits ermatteten, den Wall einzureißen und die Gräben zu besetzen. Als also schon höchste Gefahr drohte, rannte der rangälteste Centurio Publius Sextius Baculus, der im nervischen Kriege, wie erzählt wurde, mehrfach verwundet worden war, und mit ihm der Militär Tribun Gaius Volusenus, ein tüchtiger und tapferer Offizier, zu Galba. Und machten ihm klar, dass es nur noch eine einzige Hoffnung auf Rettung gebe, wenn sie einen Ausbruch wagten und so das letzte Mittel versuchten. Man berief also schnell die Zenturionen und gab durch sie den Soldaten den Befehl, ein wenig den Kampf zu unterbrechen, nur gegen die feindlichen Geschosse sich zu decken und sich von den Strapazen zu erholen, dann aber auf ein gegebenes Signal aus dem Lager den einen Ausfall zu machen und Rettung von der eigenen Tapferkeit zu erhoffen. Sechstens, eckige Klammer zum Mann, führte die Befehle aus, machte plötzlich aus allen Toren den Ausfall und ließ dem Feinde keine Zeit, zu erkennen, was geschah, und sich zu sammeln. So wandte sich das Glück, und die Römer schlössen von allen Seiten die ein, welche bereits gehofft hatten, das Lager zu nehmen, fingen sie ab und machten mehr als ein Drittel von über 30.000 Mann. In dieser Stärke waren die Barbaren, wie feststand, an das Lager gekommen, nieder, warfen die übrigen von Schrecken Ergriffenen in die Flucht und ließen sie nicht einmal auf den Höhen Halt machen. Als die Feinde geschlagen waren und ihre Waffen verloren hatten, zogen sich unsere Truppen in ihr geschütztes Lager zurück. Galba nämlich wollte das Kriegsglück nach dieser Schlacht nicht noch häufiger versuchen. Er dachte daran, dass er mit völlig anderer Absicht ins Winterlager gekommen war, dann jedoch sehen musste, dass er ganz anderen Tatsachen begegnet war. Er steckte also am folgenden Tage alle Häuser dieses Ortes in Brand, beeilte sich vor allem infolge Mangels an Getreide und Zufuhr in die römische Provinz zurückzukehren und führte die Legion, ohne dass ein Feind ihn hinderte und den Abzug verzögerte, unversehrt ins Gebiet der Nentuaten, von dort in das der Allobroger und überwinterte hier. Siebtens, eckige Klammer zu, als ich nach diesen Ereignissen Gallien aus allen Gründen unterworfen glaubte, die Belger waren überwunden, die Germanen vertrieben, die Sedoner im Alpengebiet besiegt, und so im Winter nach Illyrien gereist war, weil ich auch die dort ansässigen Stämme aufsuchen und diese Gegenden kennenlernen wollte, brach in Gallien ein plötzlicher Krieg aus. Sein Anlass war folgender: Publius Crassus der Jüngere überwinterte mit der 7. Legion im Gebiet der Anden in nächster Nähe des Meeres. Weil in diesen Gegenden Mangel an Getreide herrschte, schickte er mehrere Proviantmeister und militärer Tribunen zu den benachbarten Stämmen, um Lebensmittel zu besorgen. Unter ihnen wurde Titus Terrasidius zu den Aesovien, Marcus Trebius Gallus zu den Curiosuliten und Quintus Villanius mit Titus Silius zu den Venedern geschickt. Achtens, eckige Klammer zu, dieser Stamm genoss an der ganzen Meeresküste dieses Raumes das bei weitem größte Ansehen. Denn die Väter besaßen die meisten Schiffe, mit denen sie regelmäßig nach Britannien fuhren, übertrafen an Seetüchtigkeit alle übrigen und hatten, da in dem stürmischen, weiten und offenen Meer nur wenige Häfen zur Verfügung standen, die sie selbst in ihrer Hand hatten, fast alle Abgaben pflichtig gemacht, die dieses Meer befuhren. Sie machten den Anfang damit, Silius, Villanius und alle, deren sie habhaft werden konnten, festzuhalten, weil sie glaubten, sie würden durch sie ihre dem Crassus gestellten Geiseln wiederbekommen. Durch deren Beispiel verlockt, hielten ihre Nachbarn, die Gallier überraschend durch plötzliche Entschlüsse, aus dem gleichen Grunde Trebius und Terrasidius fest, schickten rasch Gesandte und verschworen sich durch ihre Fürsten, nichts ohne gemeinschaftlichen Beschluss zu unternehmen und alle auf Gedeih und Verderb zusammenzustehen. Die übrigen Stämme hetzten sie auf, sie sollten lieber in der von den Vätern ererbten Freiheit weiterleben, als das römische Joch tragen. Als sie die ganze Meeresküste für ihren Plan gewonnen hatten,
schickten sie eine gemeinsame Gesandtschaft zu Publius Crassus, wenn er seine Leute zurückhaben wolle, solle er ihnen die Geiseln zurückgeben. Neuntens eckige Klammer zu hierüber von Crassus unterrichtet, ließ ich war ja weiter entfernt, inzwischen Kriegsschiffe an der Loire, die in den Ozean mündet, bauen, Ruderer aus der römischen Provinz einstellen und Matrosen und Kapitäne anwerben. Als dies rasch veranlasst war, brach ich, so wie es die Jahreszeit erlaubte, zum Heere auf. Die Veneter und ebenso die übrigen Stämme sahen, von meiner Ankunft in Kenntnis gesetzt, ein, wie schwer sie sich gegen mich vergangen hatten, dass sie Gesandte, der Name Gesandte, war bei allen Nationen immer heilig und unverletzlich, gewaltsam zurückgehalten und in Fesseln geworfen hatten. Sie trafen daher angesichts der großen Gefahranstalten, zum Kriege zu rüsten und vor allem für den Einsatz der Schiffe Vorkehrungen zu treffen, dies mit umso größerer Zuversicht, als sie sich sehr auf ihre geografische Lage verließen. Die Landwege waren, wie sie wussten, durch die Watten unterbrochen, die Schifffahrt wegen der Fremdheit der Gegend und des Mangels an Häfen behindert. Sie hatten die feste Überzeugung, dass unsere Heere wegen des Mangels an Getreide bei ihnen nicht längere Zeit verweilen könnten, und gesetzt, dass doch alles wieder erwarten ausgehe, zur See sei ihnen der Erfolg sicher. Wir aber hätten keine ausreichende Menge an Schiffen, noch in den Gegenden, wo sie Krieg führen wollten, Kenntnis von den Untiefen, den Häfen und den Inseln. Sie wussten genau, dass die Schifffahrt im Binnenmeer eine ganz andere ist als im offenen Meer. Als sie diese Pläne gefasst hatten, befestigten sie ihre Städte, brachten in diese das Getreide vom Lande und zogen in Venetien, wo ich, wie allgemein vermutet wurde, die ersten Kämpfe liefern würde, möglichst viele Schiffe zusammen. Als Bundesgenossen gewannen sie sich für diesen Krieg die Osismer, die Lixovier, die Namneten, die Ambiliaten, die Moriner, die Diablinten und die Manapier. Hilfstruppen holten sie sich aus dem gegenüberliegenden Teil Britanniens herbei. Zehntens eckige Klammer zu dies waren die erwähnten Kriegsschwierigkeiten. Dennoch veranlassten mich viele Gründe zu diesem Kriege, das in der Festnahme der römischen Ritter bestehende Unrecht, die Empörung nach der Unterwerfung, der Abfall trotz Stellung von Geiseln, die Verschwörung so vieler Stämme, vor allem aber die Besorgnis, dass, wenn ich diesen Teil Galliens vernachlässige, die übrigen Stämme sich dasselbe erlauben zu können glaubten. Da ich also einsah, dass alle Gallier zum Umsturz neigten und sehr schnell sich für einen Krieg begeisterten, alle Menschen aber von Freiheitsliebe entflammt würden und Knechtschaft hassten, glaubte ich, bevor noch mehr Stämme meuterten, das Heer teilen und auseinanderlegen zu müssen. Elftens eckige Klammer zu ich schickte daher meinen Legaten Titus Labienus mit der Reiterei ins Gebiet der Treverer, die am Rhein ansässig waren, und befahl ihm, die Remer und übrigen Belger aufzusuchen und in ihrer Untertanenpflicht zu erhalten und die Germanen, die, wie es hieß, von den Belgern zur Hilfe herbeigeholt wurden, daran zu hindern, falls sie gewaltsam zu Schiff den Fluss zu überschreiten versuchen sollten. Publius Crassus befahl ich, mit 12 Legionskohorten und einer großen Anzahl Reiter nach Aquitanien zu marschieren, damit nicht von den dortigen Nationen Hilfstruppen nach Gallien geschickt würden und so große Stämme sich verbänden. Den Legaten Quintus Titurius Sabinus schickte ich mit 3 Legionen zu den Venellern, Curiosuliten und Lixovieren mit dem Auftrag, diese Stämme getrennt zu halten. Dem noch jugendlichen Decimus Brutus übergab ich das Kommando über die Flotte und die gallischen Schiffe, die ich aus dem Gebiet der Piktonen, Santonen und den übrigen unterworfenen Gegenden hatte zusammenkommen lassen, und befahl ihm, so schnell wie möglich an die Küste der Veneter zu fahren. Ich selbst marschierte mit meinen Landtruppen dorthin. Zwölftens eckige Klammer zu die Anlage der Städte war ungefähr so, dass sie, auf den Spitzen von Landzungen und auf Kaps gelegen, zu Lande keinen Zugang hatten, wenn vom hohen Meere die Flut kam, was zweimal am Tage in einem Zwischenraum von 12 Stunden der Fall ist, noch zu Wasser, weil bei Ebbe die Schiffe in den Untiefen in Not gerieten. So wurde aus 2 Gründen eine Bestürmung der Städte unmöglich. Und wenn sie einmal durch die Größe der Belagerungswerke zufällig überwunden,
Das Meer war dann durch einen Belagerungsdamm und Steinmassen zurückgedrängt worden und diese so hoch wie die Stadtmauern aufgeschüttet, an ihrer Rettung zu verzweifeln begannen, dann kam eine große Anzahl von Schiffen heran, deren sie eine riesige Menge besaßen, und sie brachten auf ihnen alle ihre Habe in die nächsten Städte und zogen sich dorthin zurück. Dort verteidigten sie sich wieder unter Ausnutzung derselben Vorteile, die das Meer bot. Dies taten sie einen großen Teil des Sommers hindurch, umso leichter, als unsere Schiffe durch Stürme abgehalten wurden und oft im weiten offenen Meer bei den riesigen Fluten und den wenigen, fast ganz fehlenden Häfen größte Schwierigkeiten für die Seefahrt sich erhoben. 13. Eckige Klammer zu: Ihre Schiffe sind folgendermaßen gebaut und ausgerüstet, der Kiel ist ein wenig flacher als bei unseren Schiffen, um besser die Untiefen und das Zurückgehen der Flut aufzufangen. Das Vorder- und Achterdeck ist sehr hoch aufgerichtet, den Gewalten der Fluten und Stürme angepasst. Die Schiffe sind ganz aus Eichenholz gebaut, um jeden Ansturm und jeden Stoß auszuhalten. Die Querbalken, aus fußdicken Balken gefertigt, werden durch daumendicke eiserne Nägel zusammengehalten. Die Anker sind anstatt an Tauen an eisernen Ketten befestigt. Anstelle von Segeln benutzen sie Felle und Stücke dünn gegerbten Leders, entweder aus Mangel an Leinwand und aus Unkenntnis ihrer Verwendung oder aus dem wahrscheinlicheren Grunde, dass man nach ihrer Erfahrung mit Geestenleinensegeln solch starken Böen auf dem Ozean und solch gewaltigen Orkanen nicht begegnen und solch schwere Schiffe nicht bequem genug steuern könne. Mit diesen Schiffen gestaltete sich das Zusammentreffen mit unserer Flotte derart, dass diese an Schnelligkeit und durch den Ruderantrieb im Vorteil war, während die feindliche im Übrigen für die Meeresverhältnisse und die Gewalt der Stürme praktischer und angepasster war. Die römischen Schiffe konnten die feindlichen nämlich nicht rammen, so groß war deren Festigkeit, noch konnte die des Gegners wegen ihrer Höhe leicht ein Geschoss erreichen, und aus dem gleichen Grunde konnten sie auch weniger bequem durch Enterhaken gefasst werden. Es kam noch hinzu, dass sie, wenn sie vor dem Winde fuhren, dem Sturm leichter trotzten, in den Untiefen sicherer hielten und bei Ebbe keine Felsen und Klippen fürchteten. Alle diese Gefahren mussten unsere Schiffe sehr scheuen. 14. Eckige Klammer zu: So wie ich nach dem Fall mehrere Städte einsah, dass ich mich ganz umsonst einer so großen Mühe unterzöge und die Flucht der Feinde trotz Einnahme der Städte nicht verhindert und ihnen auch sonst kein Schaden zugefügt werden könne, beschloss ich, auf meine Flotte zu warten. Als diese einlief und vom Feinde gesichtet wurde, liefen ungefähr 220 feindliche Schiffe, seeklar und mit Schiffsgerätschaften völlig ausgerüstet, aus dem Hafen aus und postierten sich unseren Schiffen gegenüber, und weder für Brutus, den Flottenkommandanten, noch für die Obersten und Zenturionen, welchen einzelne Schiffe unterstellt waren, war es ausgemacht, was sie tun oder welche Kampfesweise sie einschlagen sollten. Dass Rammen unmöglich war, hatten sie eingesehen. Errichtete man aber Türme, so wurden sie trotzdem durch die hohen Hecks der feindlichen Schiffe überragt, so dass man von der tieferen Stelle aus Geschosse nicht leicht genug schleudern konnte und die von den Galliern geschleuderten mit größerer Wucht einschlugen. Eine einzige von uns vorbereitete Maßnahme erwies sich als sehr vorteilhaft, nämlich vorn scharf schneidende Sicheln, eingelassen und befestigt an langen Stangen, ähnlich den Mauersicheln. So oft durch diese die Taue, welche die Rahen an den Mastbäumen festhielten, ergriffen und angezogen wurden, rissen sie, wenn das Schiff durch die Ruder vorgetrieben wurde. Waren diese aber durchschnitten, stürzten infolgedessen die Rahen herab, so dass, da bei den gallischen Schiffen aller Erfolg auf Segel- und Takelwerk beruhte, bei deren Verlust auch gleichzeitig die gesamte Einsatzfähigkeit verloren ging. Der übrige Kampf hing von der Tapferkeit ab, an der unsere Soldaten mit Leichtigkeit überlegen waren, und zwar desto mehr, weil sich der Kampf vor meinen und des ganzen Heeres Augen abspielte, so dass keine auch nur ein wenig kühnere Tat verborgen bleiben konnte. Alle Hügel und Anhöhen nämlich, von denen man nahen Ausblick aufs Meer hatte, waren vom Heer besetzt. 15. Eckige Klammer zu: Als, wie gesagt, die Rahen herabgerissen waren, versuchten die Soldaten, wenn zwei oder drei Schiffe eins umstellt hatten,
mit aller Anstrengung auf die feindlichen Schiffe hinüberzuklettern. So wie die Barbaren dies bemerkten, suchten sie nach Verlust mehrerer Schiffe, sich durch Flucht zu retten, da sie keine Gegenmaßnahme gegen dieses Kampfmittel fanden. Als schon die Schiffe in Windrichtung steuerten, trat plötzlich eine solche Flaute ein, dass sie sich nicht mehr von der Stelle bewegen konnten. Dieser Umstand kam sehr gelegen, das Werk zu vollenden. Nämlich wir holten die einzelnen Schiffe ein und kaperten sie, so dass nur ganz vereinzelte infolge Einbruchs der Nacht ans Land entkommen konnten. Man kämpfte von der vierten Stunde an bis zum Sonnenuntergang. 16. Eckige Klammer zu durch diese Seeschlacht wurde der Krieg gegen die Väter und die ganze Meeresküste beendet. Denn es war die ganze waffenfähige Mannschaft, auch alle älteren, einsichtigen und einflussreichen Männer, dort zusammengekommen, und alles, was an Schiffen irgendwo stationiert war, hatten sie dort zusammengezogen. Nach allen diesen Verlusten hatten die übrig gebliebenen keine Zufluchtsstätte mehr, noch irgendeine Möglichkeit, ihre Städte zu verteidigen. Daher ergaben sie sich mitsamt ihrer Habe. Ich hielt es für angebracht, mit ihnen strenger zu verfahren, damit für die Zukunft das Gesandtenrecht umso peinlicher gewahrt werde. Daher ließ ich den ganzen Senat hinrichten und die übrigen als Sklaven verkaufen. 17. Eckige Klammer zu während dieser Vorgänge im Gebiet der Väter kam Quintus Titurius Sabinus mit den ihm von mir zugeteilten Truppen in das Gebiet der Veneller. Diese standen unter dem Befehl des Viridofix, der auch das Oberkommando über alle abgefallenen Stämme führte, aus denen er ein Heer zusammengezogen hatte. In diesen wenigen Tagen hatten die Aulaker, Ebroviten und Lixovir ihren Senat, da er diesen Krieg nicht vom Zaune brechen wollte, ermordet, schlossen die Tore und vereinigten sich mit Viridofix. Außerdem war von allen Seiten Galliens eine große Menge Abenteurer und Freibeuter zusammengekommen, welche die Hoffnung auf Beute und die Lust am Kriege von der Landarbeit und täglichen Beschäftigung hinweglockte. Sabinus hielt sich auf einem in jeder Beziehung geeigneten Platze im Lager, während Viridofix ihm gegenüber 2 Meilen entfernt täglich die Truppen herausführte und Gelegenheit zum Kampfe bot, so dass Sabinus bereits nicht nur beim Feinde Spott erregte, sondern auch von seinen eigenen Soldaten ziemlich durchgeheuchelt wurde. Er geriet so sehr in den Verdacht der Feigheit, dass es die Feinde bereits wagten, bis an den Lagerwall heranzukommen. Sabinus verhielt sich aus dem Grunde so, weil er der Ansicht war, mit einer so großen Feindmenge dürfe ein Unterfeldherr, besonders in Abwesenheit des Oberbefehlshabers, nur auf günstigem Gelände oder bei irgendeiner besonders vorteilhaften Gelegenheit kämpfen. 18. Eckige Klammer zu als er so den Feind in seiner Ansicht, er fürchte sich, bestärkt hatte, suchte er sich einen geeigneten und versklagenen Menschen, einen Mann von seinen gallischen Hilfstruppen, aus. Diesen brachte er durch große Geschenke und Versprechungen dazu, zu den Feinden zu gehen, und setzte ihm seinen Plan auseinander. Sobald dieser als Überläufer zu ihnen gekommen war, schilderte er die Furcht unserer Leute, legte dar, wie schwer ich selbst von den Venetern bedrängt würde und dass Sabinus spätestens in der nächsten Nacht abziehe und zu mir eile, um Hilfe zu bringen. Als man dies hörte, schrien alle, man dürfe sich die Gelegenheit zu einem glücklichen Hahnenstreich nicht entgehen lassen und müsse gegen das Lager marschieren. Viele Gründe ermunterten die Gallier zu diesem Entschluss, das Zögern des Sabinus während der vorangegangenen Tage, die Bestätigung durch den Überläufer, der Mangel an Lebensmitteln, hierfür war zu wenig sorgfältig gesorgt worden, die Hoffnung auf den venetischen Krieg und die Tatsache, dass die Menschen gewöhnlich gern glauben, was sie wollen. Hierdurch veranlasst, entließen sie Viridofix und die übrigen Führer nicht eher aus dem Kriegsrat, als bis sie eingeräumt hatten, zu den Waffen zu greifen und gegen das Lager vorzurücken. Nach erhaltenem Zugeständnis sammelten sie freudig, als ob der Sieg schon sicher sei, Reisig und Strauchwerk zum Ausfüllen der Gräben und zogen gegen das Lager. 19. Eckige Klammer zu dieses war auf eine Anhöhe gelegt, die sanft von unten ungefähr 1 Meile weit anstieg. Dorthin rannten sie mit großer Schnelligkeit, um den Römern möglichst wenig Zeit zu lassen, sich zu sammeln und zu bewaffnen.
So kamen sie völlig außer Atem an. Sabinus feuerte seine Leute an und gab den Drängenden das Zeichen zum Angriff. Während die Feinde durch die Lasten, die sie trugen, behindert waren, befahl er einen plötzlichen Ausfall aus zwei Toren. Dank der günstigen strategischen Lage, der Kriegsunerfahrenheit und Ermüdung der Feinde, der Tapferkeit der Römer und ihrer Kriegserfahrung aus früheren Schlachten geschah es, dass der Feind nicht einmal den ersten Angriff der Römer aushielt und sofort floh. Mit frischen Kräften verfolgten ihn die Römer und hieben einen großen Teil nieder. Die übrigen verfolgten die Reiter und ließen nur wenige am Leben, die fliehend entkommen waren. So wurde gleichzeitig Sabinus von der Seeschlacht und ich vom Siege des Sabinus in Kenntnis gesetzt. Alle Stämme ergaben sich sofort Titurius. Denn so wie die Gallier schnell und begeistert zu den Waffen greifen, so sind sie schlapp und durchaus nicht widerstandsfähig, Missgeschicke zu ertragen. 20. Eckige Klammer zu fast gleichzeitig war Publius Crassus nach Aquitanien gekommen. Da er wusste, dass er in den Gegenden Krieg führen müsse, wo wenige Jahre vorher der Feldherr Lucius Valerius Preconinus nach der Niederlage seines Heeres gefallen und von wo der Prokonsul Lucius Manlius nach Verlust seines Trosses geflohen war, wurde ihm klar, dass er mit ganz besonderer Vorsicht zu Werke gehen musste. Daher sorgte er für die Verpflegung, beschaffte Hilfstruppen und Reiterei, bot außerdem viele tapfere Männer aus Tolosa und Narbo, es sind das gallische benachbarte Städte der römischen Provinz, namentlich auf und führte das Heer in das Gebiet der Sotiaten. Als diese von seiner Ankunft erfuhren, hoben sie große Truppenmassen aus, griffen mit der Reiterei, ihrer Hauptwaffe, unseren Heereszug auf dem Marsche an und lieferten uns zunächst ein Reitergefecht. Darauf setzten sie, als ihre Reiter geschlagen waren und wir nachdrängten, plötzlich ihre Fußtruppen ein, die sie in einem Tale in einen Hinterhalt gelegt hatten. Diese griffen unsere auseinandergesprengten Leute an und erneuerten den Kampf. 21. Eckige Klammer zu Mann kämpfte lange und erbittert, da die Sotiaten im Vertrauen auf frühere Siege glaubten, von ihrer Tapferkeit hänge die Rettung ganz Aquitaniens ab. Unsere Truppen aber wollten zeigen, was sie ohne den Oberfeldherrn und die übrigen Legionen unter einem noch jungen Führer leisten könnten. Endlich flohen die von Wunden erschöpften Feinde. Als eine große Zahl gefallen war, machte sich Crassus daran, die Stadt der Sotiaten unmittelbar vom Marsch aus zu stürmen. Da sie tapferen Widerstand leisteten, ließ er die Sturmdächer und Belagerungsstürme heranbringen. Die Feinde versuchten hier einen Ausfall und trieben dort Minengänge, in deren Anlegung die Aquitanier große Erfahrung haben, weil es bei ihnen an vielen Orten Erzgruben gibt, an den Damm und die Belagerungsmaschinen heran, merkten aber bald, dass sie bei der Achtsamkeit der Römer damit nichts ausrichten konnten. Sie schickten daher Gesandte zu Crassus mit der Bitte, ihre Unterwerfung anzunehmen. Als ihr stattgegeben wurde, lieferten sie befehlsgemäß die Waffen aus. 22. Eckige Klammer zu während unser aller Aufmerksamkeit darauf gerichtet war, machte aus einem andern Teil der Stadt ihr Fürst Adiatorianus mit 600 Geweihten, einen Ausfall. Diese hießen auch Soldurier. Sie lebten so, dass sie mit denen, deren Freundschaft sie sich geweiht hatten, im Leben alle Freuden, wenn aber diesen ein Missgeschick widerfuhr, auch dieses mit ihnen teilten oder sich das Leben nahmen. Und seit Menschengedenken hat bis zum heutigen Tage keiner nach dem Tod des Mannes, dessen Freundschaft er sich geweiht hatte, den Freitod verweigert. Mit diesem also versuchte Adiatorianus, einen Ausfall zu machen, wurde aber, als sich auf diesem Teil der Befestigungsanlagen Geschrei erhob und die Soldaten zu den Waffen eilten und dort heftig gekämpft worden war, in die Stadt zurückgeworfen und erreichte bei Crassus die gleichen Unterwerfungsbedingungen. 23. Eckige Klammer zu nach Empfang der Waffen und Geiseln marschierte diese in das Gebiet der Vokaten und Tarsaten. Da erst schickten die Barbaren, dadurch beeindruckt, dass, wie sie erfahren hatten, eine von Natur und durch Kunst wohlbefestigte Stadt bereits wenige Tage nach der Ankunft erobert war, Gesandte nach allen Himmelsrichtungen aus, verschworen sich, stellten sich gegenseitig Geiseln und rüsteten Truppen aus.
Es wurden sogar zu den Stämmen Gesandte geschickt, die in Spanien ansässig und Nachbarn der Aquitanie waren. Von dort wurden Hilfstruppen und Führer herangeholt. Nach ihrem Eintreffen versuchten sie, mit großer Begeisterung und gewaltiger Streitkraft den Krieg zu führen. Als Führer vollends wurden Männer gewählt, die viele Jahre mit Quintus Sertorius zusammen gewesen waren und das Ansehen höchster militärischer Erfahrung genossen. Diese begannen, genau wie wir, geeignete Plätze zu besetzen, ein befestigtes Lager aufzuschlagen und den Feind von der Zufuhr abzuschneiden. So wie Crassus bemerkte, dass er wegen seiner zahlenmäßigen Unterlegenheit seine Truppen nur schwer teilen könne, dass der Feind umherstreife, die Straßen besetze und ausreichenden Schutz für sein Lager zurücklasse. Dass aus diesem Grunde für ihn nur unter großen Schwierigkeiten Getreide und Zufuhr beschafft werden könne und dass die Zahl der Feinde von Tag zu Tag wachse, glaubte er, keinen Augenblick zögern zu dürfen, eine Entscheidungsschlacht zu liefern. Als dies vor den Kriegsrat gebracht worden war und alle, wie er sah, seine Ansicht teilten, bestimmte er den nächsten Tag für die Schlacht. 24. Eckige Klammer zu beim Morgengrauen führte er alle Truppen heraus, stellte sie in nur zwei Treffen auf, nahm die Hilfstruppen in die Mitte und wartete, was die Feinde beschlossen. Obwohl diese wegen ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit, ihres alten Kriegsruhms und wegen der winzigen Zahl der Römer ungefährdet zu kämpfen hofften, hielten sie es gleichwohl für sicherer, die Wege zu besetzen, den Feind von der Zufuhr abzuschneiden und ohne Verluste den Sieg an sich zu reißen. Sie gedachten, erst, wenn wir uns aus Mangel an Getreide zurückzuziehen begönnen und dann durch den Tross am Marsche behindert und gepäckbeladen im Nachteil seien, uns anzugreifen. Dieser Plan wurde von den Führern gebilligt, und sie hielten sich, obwohl wir unsere Truppen herausgeführt hatten, im Lager. Crassus durchschaute dies, und als die Feinde durch ihr Zögern und durch die scheinbare Furcht unsere Leute kampfesfreudiger gemacht hatten und alle riefen, man dürfe nicht noch länger warten, gegen das Lager vorzugehen, feuerte er seine Truppen an und rückte unter allgemeiner Begeisterung gegen das feindliche Lager. 25. Eckige Klammer zu, als dort einige die Gräben passierbar machten, andere durch starke Beschießung die Verteidiger von dem Wall und den Befestigungsanlagen vertrieben und die Hilfstruppen, denen Crassus für den Kampf nicht viel zutraute, beim Heranschaffen von Steinen und Geschossen und Herantragen von Rasenstücken für den Damm den Anschein von Kämpfern erweckten. Als ebenso vom Feinde zäh und furchtlos gekämpft wurde und seine Geschosse von oben herab nicht wirkungslos einschlugen, brachten Reiter, die das feindliche Lager umritten hatten, die Meldung, dass das Lager nicht mit gleicher Sorgfalt beim Haupttor befestigt und dort leicht zugänglich sei. 26. Eckige Klammer zu, Crassus legte den Reiterobersten nahe, ihre Leute durch große Belohnungen und Versprechungen anzuspornen, und setzte ihnen seinen Plan auseinander. So führten sie befehlsgemäß die Kohorten, die, zum Schutze des Lagers zurückgelassen, noch bei frischen Kräften waren, auf längerem Umweg herum, um nicht vom feindlichen Lager ausgesichtet zu werden. Während alle Augen und Sinne auf den Kampf gerichtet waren, gelangten sie schnell zu dem erwähnten Teil der Befestigungsanlagen, schleiften sie und standen im feindlichen Lager, bevor sie vom Feinde überhaupt erblickt wurden oder von diesem bemerkt werden konnten, was vorging. Jetzt aber begannen unsere Truppen, als von dieser Seite ihr Geschrei gehört wurde, mit frischen Kräften heftiger anzugreifen, was ja meistens bei der Aussicht auf Sieg zu geschehen pflegt. Die auf allen Seiten umstellten Feinde verzweifelten völlig, stürzten sich mit aller Kraft kopflos über die eigenen Befestigungsanlagen und suchten sich durch Flucht zu retten. Die Reiterei holte sie in dem ganz offenen Gelände ein und zog sich in später Nacht ins Lager zurück. Von 50.000 Mann, die, wie es feststand, aus Aquitanien und Kantabrien sich eingestellt hatten, war kaum ein Viertel übrig geblieben. 27. Eckige Klammer zu, auf die Kunde von dieser Schlacht unterwarf sich der größte Teil Aquitaniens Crassus und schickte freiwillig Geiseln. Unter ihnen befanden sich Taubler, Bigerionen, Ptialier, Vokaten, Tarsaten, Elusaten, Gaten, Auskehr, Gauner, Sibulaten und Kokosaten.
Nur wenige ganz entfernt wohnende Stämme unterließen das im Vertrauen auf die Jahreszeit. Der Winter stand nämlich vor der Tür. 28. Eckige Klammer zu fast zur gleichen Zeit führte ich trotz der bereits sehr weit vorgeschrittenen warmen Jahreszeit mein Heer in das Gebiet der Morena und Menapier, weil diese als einzige noch unter Waffen standen und noch niemals zu mir Gesandte mit der Bitte um Frieden geschickt hatten. Ich glaubte nämlich, diesen Krieg bald beenden zu können. Diese aber schickten sich an, den Krieg ganz anders als die übrigen Gallier zu führen. Denn weil sie sahen, dass die größten Völkerschaften, die sich zum Kampfe gestellt hatten, völlig geschlagen worden waren, sie aber zusammenhängende Wald- und Sumpfgebiete besaßen, zogen sie sich mit Sack und Pack dorthin zurück. Als ich an den Rand dieser Wälder gekommen war, ein befestigtes Lager aufzuschlagen begann und inzwischen sich noch kein Feind gezeigt hatte, stürmten sie, als wir bei der Arbeit verteilt waren, plötzlich aus allen Seiten des Waldes hervor und griffen an. Wir griffen schnell zu den Waffen, jagten sie in die Wälder zurück, hieben mehrere nieder, hatten aber, als wir ihnen tiefer hinein auf ziemlich unwegsamem Gelände folgten, einige Verluste. 29. Eckige Klammer zu An den folgenden Tagen ließ ich ununterbrochen die Wälder abholzen. Damit die unbewaffnete und unvorsichtige Truppe nicht von der Flanke her überfallen werden könne, stapelte ich dieses gesamte gefällte Holz auf der dem Feinde zugewandten Seite auf und errichtete auf beiden Seiten eine Art Wall. Als man mit unglaublicher Schnelligkeit in wenigen Tagen ein großes Stück vorangekommen war und schon das Vieh und die letzten Bagagewagen in unserer Hand waren und der Feind in dichtere Wälder sich zurückzog, setzte ein so schlimmes Unwetter ein, dass das Unternehmen zwangsläufig abgebrochen wurde und wegen der ununterbrochenen Regengüsse die Truppe nicht länger unter Zelten gehalten werden konnte. Daher verwüstete ich ihr Land, stärkte die Dörfer und Geöfte in Brand, führte das Heer zurück und legte es im Gebiet der Arulaker, Lexovir und dem der übrigen Stämme, die kürzlich Krieg geführt hatten, ins Winterquartier. Ende des dritten Buches.